Mein Name ist Alexander Kirchner. Ich wurde vor ziemlich geraumer Zeit in Berlin geboren. Ich habe eine Metzgerei und in dieser Metzgerei verkaufe ich Fleisch, wohlbemerkt. Und jetzt habe ich eine Greta kennengelernt, oder besser gesagt, sie hat mich kennengelernt. Ich bin kennengelernt worden, könnte man sagen. Und ich möchte mich, und das ist das entsetzliche Gefühl, was mich gerade beschleicht, auf gar keinen Fall in sie verlieben. Die Greta begegnet dem Alexander ja durch einen sogenannten Zufall, nämlich sie küsst ihn einfach auf den Nacken an einer Bushaltestelle, weil er vor ihr steht. Und sie weiß selber nicht, warum sie das tut und wie es dazu kommen konnte. Und sie verfolgt das dann sehr deutlich, den kennenlernen zu wollen, weil sie irgendwie einen inneren Glauben daran hat, wenn sie diese spontane Handlung ausgeübt hat, dann wird die irgendeinen Grund haben. Es wird einen Grund dafür geben. Und der wird wahrscheinlich der sein, dass sie den kennenlernen soll. Und dann versucht sie, den kennenzulernen. Und das ist gar nicht so einfach, weil der eben sehr, 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 sehr zurückhaltend ist. Ach, das ist total daneben. Oh Gott, ich fühle mich schrecklich. Oh. Küssen Sie nicht. Doch. Schreiben Sie mir bitte nicht vor, was ich fühlen soll. Es tut mir leid. Ich gehe dann mal. Ja, gut. Wollten Sie hier jemanden treffen? Sieht so aus? Nein, bloß. Nee, bloß, was? Nee, Sie zählen hier einfach nur eins und eins zusammen, oder? Frau nähert sich Mann, der da steht und nichts Böses ahnt. Sie haben mich in den Nacken geküsst. Weiß ich selber, okay? Fuck! Greta ist das blühende Leben, hätte ich fast gesagt. Also Greta ist das ganze Gegenteil von Alexander. Das macht die Sache so kompliziert und vor allen Dingen fruchtbar. Greta ist außer sich, wo er ganz bei sich ist. Greta ist charmant, wo er ganz einsilbig sein wird die meiste Zeit. Und Greta ist attraktiv. Sie ist eine attraktive Frau. Sie spielen den 75-jährigen Metzger Alexander. Was ist das für ein Typ? Er ist nicht 75, das erfahren wir gar nicht in dem Film. Das ist Ihre Unterstellung. Ist aber möglich. Möglich ist viel bei einem Schauspieler. Und was ist die Frage? Wie würden Sie die Rolle beschreiben? Beschreiben, die Rolle beschreiben. Schwer, ganz schwer, weil er ist sehr verschlossen. Was soll man beschreiben bei einem verschlossenen Menschen, außer dass er verschlossen ist? Er hört viel Musik. Er verschließt sich auch noch die Ohren mit Ohrstöpsel. Das ist ja eine erstaunliche Erfahrung der Moderne, durch das Verschließen nochmal in das Offene zu gehen. Ja, ja. Und das macht er als Metzger, erstaunlicherweise. Also er ist einerseits einsam und andererseits begierig nach Trubel. Guten Tag. Was machen Sie denn hier? Oh, also Freundlichkeit geht aber anders, oder? Hallo Greta, wie schön, dass Sie da sind. Toll, wir haben uns ja tagelang nicht gesehen. Greta ist eine Person, auf die gut zutrifft, was im Text gesagt wird über die unschärfe Relation. Wenn man etwas ganz genau beobachtet, kann man nicht sagen, wohin es sich bewegt oder wie schnell. Und die Greta bewegt sich ununterbrochen im Kopf überall hin und sehr, sehr schnell. Und man kann das nicht einfach so nachverfolgen. Wollten Sie mir nachspionieren? Tue ich ja auch. Nein, tue ich natürlich nicht. Nein. Ich mag diese Figur sehr. Ich finde die sehr verständlich und auch lustig. Und ich mag auch sehr gerne, dass sie sich durch Reden am Leben erhält, dass sie alle Dinge ausspricht, über die sie nachdenkt, dass sie die aber auch zu verkleiden weiß, in Geschichten sich um Dinge herumschleichen, um dann irgendwie wieder zuzuschlagen plötzlich und dann fällt ihr aber was ein. Es ist alles nicht so logisch und konsequent und vernünftig, aber es ist sehr transparent, es ist irgendwie nachvollziehbar. Weißt du, wenn man etwas beobachtet, dann kann man nicht sagen, wohin es sich bewegt oder wie schnell. Wusstest du das? Nein, wenn du darauf achtest, wohin es sich bewegt oder wie schnell, dann kannst du es nicht richtig beobachten. Wissenschaft ist das. Wissenschaftlich erwiesen. Das haben Wissenschaftler untereinander, die waren sich da vollkommen einig. Werner Heisenberg zum Beispiel. Was
meint denn eigentlich Heisenbergs unschärfe Relation? Naja, die Vorhersagbarkeit ist in beiden Feldern, in der Physik bei Heisenberg ebenso wie in unserem Liebesfilm, wenn man ihn so bezeichnen will, selbst das ist schon unscharf genug. Die Vorhersagbarkeit ist nicht gegeben, nicht wirklich, nicht bis ins Letzte. Ich habe nicht Physik studiert, ja, so richtig kann ich die nicht verstanden haben, wie man die richtig verstanden haben kann. Aber was ich davon verstehe, ist eben, dass man eben ein Teilchen, eben, dass es immer eine Unschärfe gibt in der Beschreibung. Also wenn ich etwas beobachte, durch meine Beobachtung verändert sich das, was ich beobachte, und es entsteht eine Unschärfe, automatisch, weil ich ja dabei bin. Heisenbergsche Unschärferelation 1927 war das. Wenn du es richtig beobachtest, dann verlierst du es aus dem Blick. Was könnte diese physikalische Theorie von Heisenberg mit Liebe zu tun haben? Oder könnte die überhaupt irgendwas mit Liebe zu tun haben? Oder ist eben Physik ist einfach Wissenschaft und das andere ist Seele? Oder ist es nicht ein bisschen doch so, dass die Dinge sehr stark zusammenhängen und dass das eine energetisch-physikalische Beschreibung genauso gut auch eine seelische Beschreibung sein könnte? Und in unserem Film ist es eben die überraschende Wendung, die zwei Leben aufeinander zunehmen und von denen wir am Anfang wirklich nicht glauben, dass es funktionieren kann. Soll ich dir das Schönste zeigen, was es in Berlin gibt? Ja. Ist aber ein bisschen zu laufen. Okay. Normalerweise erzählt man Liebesgeschichten am Anfang des Lebens und dann heiraten die und dann ist den Rest des Lebens interessiert keinen mehr. Aber diese beiden Liebenden sind überhaupt nicht jung. Also sie ist überhaupt nicht jung und er ist, könnte man sagen, schon fast alt. Und das ändert aber gar nichts. Also Verlieben findet trotzdem genauso statt, wie wenn man 20 wäre. Und auch die das, was das alles verändert im Leben und wie das die Persönlichkeit verändert, wenn man so eine andere Persönlichkeit so nah an sich reinlässt und so weit in sein eigenes Leben auf einmal aufnimmt, die Fragen, die sich daraus ergeben, die sind alle ganz gleich geblieben. Und das wird aber selten erzählt. Meistens geht man davon aus, dass Menschen im Alter jenseits der 30 damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, was natürlich nicht der Realität entspricht, wie alle über 30-Jährigen bestätigen können. Komm! Hä? Nee, komm! Wirklich, ich meine, entschuldige mal, das ist vielleicht deine letzte Chance, ja? Ey, schau mich mal an, eine Frau wie ich, ja? Macht so ein Angebot wirklich nicht alle Tage. Also, und dann sag ich dir mal was, Alexander Kirchner, ja, bei deiner katastrophalen Erfolgsbilanz, ich rate dir jetzt dringend, ja? Greif zu! Also, komm! Könnte man jetzt also auch Einsteins E gleich mc² fürs Liebesleben nutzen? Unbedingt. Natürlich, die Relativitätstheorie wird ja schon seit Jahrzehnten in der Poesie als Beweis dafür verwendet, dass wir nichts Genaues wissen und dass wir es nicht genau orten können. Ich finde den Versuch super von dem Simon Stevens, solche Theorien anzuwenden und auch diese da keinen Brückenschlag oder sowas zu versuchen, sondern zu sagen, wieso? Wir sind doch stoffliche Welt. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass es eine seelische, geistige Welt gibt, die von dem Stofflichen vollkommen losgelöst ist. Und warum soll das auch so sein? Was soll das eigentlich sein? Und insofern kann man Einstein bestimmt auch darauf anwenden. Und wahrscheinlich kann man auch aus Lehren von Sigmund Freud umgekehrt wieder eine physikalische Theorie ableiten. Hattest du nie Kinder? Nein. Nie geheiratet? Nein. Mann. Was? Wir leben nur einmal, das hast du schon verstanden, oder? Ja, das hab ich verstanden. Ja, und das soll man doch nicht vergeuden. Ich vergeude es nicht. Oh, doch, das tust du. Würdest du gerne mit mir schlafen? Ja, das würde ich sogar sehr gerne. Aber wenn ich schlafen sage, dann meine ich nicht einfach nebeneinander schlafen, das hast du verstanden. Ja, das habe ich verstanden, das weiß ich.